Lukas Piszczek bei Hertha, nein. Hat das jemand gefragt, oder? Das hat tatsächlich jemand gefragt, ja. Puh, da gibt's einige. Der Jüngste ist eigentlich beim Auswärtsspiel in Gladbach letzte Saison gewesen. Nach einer schwierigen Zeit, so von den Fans halt auch gerufen zu werden. Und sonst sind natürlich die ganzen Teamerfolge, werden auf jeden Fall immer im Kopf bleiben. Und da gab es ja zum Glück einige von. Ich müsste, glaube ich, drei aufzählen. Ein Robben, dann Di Maria, damals noch bei Real Madrid. Und Lukas Piszczek bei Hertha, nein. nein, aber Kuba im Training und Ousmane Dembele im Training. Das war, also die beiden muss ich auch irgendwie mit dazu nehmen, auch wenn ich nie gegen sie gespielt habe. Aber die beiden im Training, das war auch immer schon eine Herausforderung. Aber und bei, von den Gegnern halt Arjen Robben und Di Maria. Ab und zu, also ich persönlich, ab und zu über Instagram. Oder wir haben uns auch einmal im Urlaub gesehen. Aber ja, mit Marc ist immer lustig und man hat sich auch immer was zu erzählen. Ja, da gibt es ja so ein Interview oder so eine Aussage von mir, dass ich dann Grundschullehrer geworden wäre. Das war damals mit 20 meine Antwort auf so eine Frage. Ja, ich denke, das wäre irgendwie in diese Richtung gegangen halt, ne? Weil damals hatte ich es mir vorgestellt oder vorstellen können. Und ich denke, dass dann auch in so eine Richtung gegangen wäre. Da wir beide schon verheiratet sind, stellt sich die Frage ja gar nicht. nein, aber klar, dass Pichu und ich uns, dass wir uns gut verstehen, ist ja offensichtlich. Und ja, wir kennen uns natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre, haben schon viele Sachen erlebt, positiv als auch negativ. Und ja, das ist einer mehr aus dem Fußballgeschäft, der halt dann wirklich auch ein Freund geworden ist. Wahrscheinlich hätte ich irgendwas damals während des Champions League-Finals geändert. Irgendwas, was. Obwohl, das konnte ich ja selber nicht beeinflussen jetzt, ne? Ob Kuba den Ball reinschießt oder Roman den einen noch hält, noch mehr hält. Aber wenn ich was beeinflussen könnte, dann wäre es das Champions League-Finale, den Ausgang zu ändern. Ich glaube, ich vergesse irgendeinen, wo ich wirklich gern hin will. Kanada. Ja, nimm mal Kanada, Chile und Island. Ehrlicherweise hat sich das in den letzten Jahren etwas gelegt. Zum Glück auch, weil sonst, glaube ich, wäre ich irgendwann auch mal umgekippt. Aber ja, schaue ich mir ein paar Videos an von den Scouts, die wir geschickt bekommen. Höre dann Musik und versuche mich auf meine Gedanken zu konzentrieren, wie ich in das Spiel reingehen möchte. Aber wie gesagt, so diese Nervosität und vor Bundesligaspielen ist schon deutlich weniger geworden. Natürlich, aber wenn es halt etwas größere Spiele sind, und dann ist das trotzdem da und dann kann man das auch nicht einfach wegreden. BVB TV. Gut, dann warum vielen Dank. Ja, warum? Stimmt, warum? Weil wir hier gerade sitzen.
seit 2 Stunden und hier irgendeinen Käse drehen. Scheiße, ich hätte Käse lassen sollen, hätte man das echt benutzen können, ne? Das können wir auch mit Käse. Das ist so nett angehört, Mann.